Wenn man im Simple BIM die Daten nochmal anders kontrollieren und darstellen möchte, bietet sich auch die Möglichkeit an, im Home-Bereich eine Tabelle hinzuzufügen. Diese Tabelle kann man als eigene Palette schieben und mithilfe der Undock-Werkzeuge zum Beispiel unten andocken lassen und an den Tabellengrenzen entsprechend verschieben. Hier sollen nochmal die Wände, welche bearbeitet worden sind, genauer analysiert werden. Die Auswahl ist aktiv nach der Objektklasse. Wenn man eine Wand auswählt, sind alle Wände aktiv. Per Rechtsklick ins Weiße werden die Wände isoliert und mit gedrückter rechter Maustaste werden die Wände in die Tabellendarstellung hier unten reingeschoben. Hier werden dann letzten Endes alle Attribute gelistet und je nachdem, welches Bauteil man anklickt, wird dies gehighlightet. Man kann auch eine Bereichsauswahl machen für mehrere Bauteile, wie hier in diesem Fall da hinten die Leichtbauwände. Und dann hat man auch noch die Möglichkeit, hier zu filtern. Zum Beispiel markiere mir hier alles, was Beton ist, Betonwände. Dann werden nur die Betonwände gelistet. Und man kann auch nur diese Betonwände auswählen, um das zu kontrollieren. Oder dann den Filter wieder rausnehmen, indem man hier das löscht. Andere Möglichkeiten sind zum Beispiel, dass man hier Attribute nutzt und hier in diesen oberen Gruppierungsbereich reinschiebt und dann hier farblich die Attribute markiert zu bekommen. In dem Fall hier das Attribut Brandschutzklasse. Natürlich kann man die Bauteile auch wieder auswählen, aber an der Farbe erkennt man auch schon, was als Attributwert farbig visualisiert hier hinterlegt ist. So kann man unter anderem die Tabellenansicht nutzen. Wenn man das nicht mehr benötigt, wird die Tabelle geschlossen und hier noch per Rechtsklick ins Weiße alles an Objekten wieder dargestellt.